Bibi Blocksberg, Folge 143. Zurück zur Märcheninsel. Bibi und Marita finden eine Flaschenpost mit einem Hilferuf von der Märcheninsel. Dort waren sie schon einmal, haben mit Carla Kolumna ein verrücktes Abenteuer erlebt und den Bewohnern geholfen. Doch die haben nun neue Probleme und alle drei beschließen, wieder dorthin zu fliegen, um zu helfen. Über Mungo Bungo, dann nach Norden und durch den Nebel. Lasst uns gleich mal reinhören. Hallo, Herr Prinz. Tag! Die Mägdelein und die schicke junge Frau. Oh. Carla Kolumna, erinnere ich das richtig? Hey, dass Sie sich meinen Namen gemerkt haben. Euch wird eine große Ehre zuteil. Ich lese ein paar Kommentare aus meinem Prinzenblog vor. Oh. Hör doch auf, Prinz. Das will ja keiner hören. Oh doch, ich brenne darauf. Wo ist denn Ihr Blöckchen? Natürlich im Internet. Wo denn sonst? Er hat einen eigenen Blog mit Gehfrau Kolumna. Kein Blog zum Schreiben. Ah, Maritalein, ja natürlich. Na dann, lassen Sie mal hören. Welch erhabene Erscheinung ihr darstellt, o Prinz. Allein euer holdes Antlitz verzückt alles und jeden. Das hast du doch selber geschrieben, du Angeber. So redet heute keiner mehr. Also ich finde es sensationell. Dann hört eben das. Oh, mein perfekter Traumprinz. Ich bin total geflasht von dir. Genau wie ich. Das kann ich gut verstehen. Das schreiben mir so viele. Dass du zu viel Wimperntusche trägst, schreiben sie das auch? Jetzt krieg dich mal wieder ein, du eitler Gockel. Neid steht dir gar nicht, Lebkuchenhexe. Bevor ihr weiter streitet, weiß jemand von euch, ob der Froschkönig in seinem Brunnen ist? Hör mir doch mit dem auf! Was wollt ihr denn von dem alten Zausel? Ich weiß nur, dass es höchste Zeit für einen neuen Clip von mir ist. Meine Follower werden schon ungeduldig. Würden Sie mir assistieren, Frau Kolumna? Ich? Ihnen? Oh, aber mit dem größten Vergnügen, mein Prinz. Frau Kolumna, wir wollten nur ganz kurz, Babylein. Wie machen wir das genau, mein Prinz? Wir nehmen dafür eine besonders schöne Location hier auf der Märcheninsel. Und dann... Ja? Dann kämme ich einfach mein güldenes Haar davor. Oh. Davon können meine Fans im Netz nicht genug bekommen. Ach, uns bleibt auch nichts erspart. Vor dem Pfefferkuchenhaus. Aber ja, eine grandiose Idee. Darf ich Carla sagen? Aber natürlich dürfen Sie. Hier, Carla, mein Handy. Filmen Sie. Kamera läuft. So, jetzt bitte kämmen, mein Prinz. Ja, genau so. Oh, wie wunderbar. Oh, sensationell. Soll ich jetzt meinen Prinzenaugenaufschlag einsetzen, Carla? Oh, lieber nicht, Prinz. Dann werde ich augenblicklich ohnmächtig. Jetzt reicht's aber. Her mit dem Handy. Hurrchen. Dreh mit wem du willst, Prinz. Aber nicht vor meinem Knusperhäuschen. Das ist meine Location. Frau Kolumna, wir müssen jetzt wirklich weiter. Natürlich, Bibilein. Moment! Miau! Ach du meine Güte, nun kommt auch noch der gestiefelte Kater dazu. Sofort laufen die Märchenfiguren zusammen, schauen auf ihre Handys und zeigen sich gegenseitig ihre Clips, Likes und Follower. Bibi, Marita und Carla Kolumna stehen perplex daneben und niemand beachtet sie mehr. Hoho! Miau! Mein neues Video bricht alle Klickrekorde. Seht euch das an. Dabei bin ich nur mal kurz durchs Bild geschlichen. Na und? Mein Live-Baking bringt wenigstens Ergebnisse. Frische Lebkuchen für alle. Aber du hast nicht annähernd so viele Likes und Follower wie ich, Lebkuchenhexe. Miau, backen mit alten Hexen, kämmen mit schnöseligen Prinzen. Das interessiert doch niemanden. Kater-Videos sind im Netz der absolute Klickgarant.
Miau! 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 Während Carla Kolumna nur noch den Kopf schüttelt, betrachten Bibi und Marita mitleidig, wie die drei Märchenfiguren nun im Pfefferkuchenhaus der Hexe verschwinden und sich dabei gegenseitig erzählen, wer nun die größte Fangemeinde, die meisten Klicks und die höchste Reichweite hat. Die sind ja nur noch mit sich beschäftigt. Und mit ihren Likes und Followern. Märchenfiguren werden zu eitlen Social-Media-Stars. Eine traurige Schlagzeile. Ganz bestimmt hat uns der Froschkönig deshalb hierher gerufen. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Kannst du uns nicht einfach zu ihm hexen, Bibilein? Das geht doch am allerschnellsten. Sie haben recht, Frau Kolumna. Wir müssen uns an den Händen fassen. Bereit! Ene mene tiefer Sinn, zum Froschkönig schnell hin. Hex, hex! Na endlich, ich erkenne ihn wieder. Das ist der Brunnen des Froschkönigs. Hier sind sie auf jeden Fall richtig gelandet. Ach, und gleich dahinter den Bäumen sehe ich jetzt auch das Haus von Hänsel und Gretel. Allerdings scheint kein Mensch hier zu sein. Und erst recht kein Frosch. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallöchen, Herr Froschkönig. Wer ruft denn da? Wir, Bibi, Marita und Carla Kolumna. Und wer bist du? Ich bin's doch, Gretel. Oh, lasst euch umarmen. Tatsächlich, es ist Gretel. Und wie sie sich freut, die drei wiederzusehen. Zuerst fällt sie Bibi um den Hals, dann Marita und zum Schluss Frau Kolumna. Was für ein herzlicher Empfang. So hatten sich das die drei von Anfang an erhofft. Oh, ich freue mich ja so sehr. Wir auch, Gretel. Endlich seid ihr gekommen. Wir sind gleich losgeflogen, nachdem wir die Flaschenpost gefunden haben. Das ist so lieb von euch. Hattet ihr einen guten Flug? Ja, den hatten wir. Danke der Nachfrage. Och, und wie wird sich erst der Froschkönig freuen? Ist er im Brunnen? Ja, ganz tief nach unten hat er sich zurückgezogen vor Gram. Oh, der Ärmste. Oh, Froschkönig, Sie sind da! Hörst du? Bibi, Marita und Carla Kolumna, Sie sind gekommen! Endlich! Tatsächlich!